So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem ersten richtigen Sprachtutorial. Mein Name ist ChinaFreak93 und ich möchte euch heute ein bisschen das Paint erklären, da immer sehr viele Fragen auftauchen und ich so vielleicht den meisten von euch ein bisschen helfen kann. Also beginnen wir mal mit den einfachsten Dingen. Hier dieser Stern. Mit dem, das ist die Freihandauswahl. Ihr könnt irgendwo rum um euren Habbo oder um eure Figur oder was auch immer, könnt ihr herumfahren und dann, wenn ihr loslässt, dann nimmt es auch nur dieses Ding mit. Jetzt sieht man halt gerade nichts. Aber ja. Dann das Viereck wird ja wohl klar sein, da könnt ihr so auswählen und dann herumschieben. Gut, da fügen wir jetzt am besten gleich ein Bild ein, damit man auch was machen kann. So, also eben zurück zum Thema. Dann haben wir den Radiergummi. Der sollte auch klar sein. Da gibt es noch einen kleinen anderen Trick mit dem Radiergummi. Wenn ihr mit der Pipette könnt ihr die Farbe auf dem Habbo oder dem T-Shirt oder was auch immer auswählen. So zum Beispiel. Und wenn ihr jetzt die rechte Maustaste gedrückt hält und über diesen Habbo fährt, dann löscht es euch nur diese Farbe, die ihr da ausgewählt habt mit der Pipette. Kann manchmal noch echt nützlich sein, damit man nicht alles von Hand einzeln wegmachen muss. So, machen wir jetzt wieder rückgängig. Dann den Farbfüller, der ist ja wahrscheinlich auch nicht so schwer zu begreifen. Da könnt ihr einfach so schwupps rein oder eine andere Farbe wählen. Dann ein anderes Problem ist, viele fragen mich, sie wollen ein Habbo auf einen Hintergrund tun, aber oh nein, hier hat es einen weißen Rand ringsum. Da könnt ihr einfach hier auf Bild und dann hat hier einen Haken bei Decken zeichnen. Weg und oh, der weiße Rand ist verschwunden. Das funktioniert allerdings nur bei Weiß, außer ihr habt eine andere Farbe, dann müsst ihr aber bei den zwei Farben hier die Farbe wechseln. Aber ja, meistens ist es ja weiß als Hintergrund. Ja, was gibt's noch? Farben könnt ihr auch verändern, wenn ihr zum Beispiel hier auf Palette bearbeiten. Dann erscheint dieses Fenster, dann wählt ihr die Farbe, die ihr verändern möchtet. Und hier könnt ihr sie, wenn ihr zum Beispiel für eine Farbe eine Schattenfarbe braucht, verändern oder eine neue Farbe suchen. Das ist ganz euch überlassen. Und ja, das wäre eigentlich mal das Wichtigste gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und sonst postet einfach eure Fragen hier. Ich werde euch bestimmt helfen, wenn es geht.